Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, gerade wenn man sich neu kennenlernt, ist doch am besten, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, beziehungsweise wenn man einfach mal so ein bisschen so ein paar Fakten von sich auf den Tisch legt und einfach mal so erzählt von sich. Und da habe ich so geschrieben und wirklich gedacht, was soll ich denn großartig berichten? Und da habe ich doch 30 Fakten über mich gefunden und bohrt hier einer? Ist bestimmt draußen. Mein Nachbar draußen, der renoviert seit 3 Jahren sein Haus. Ich weiß auch nicht, ob der in 3 Jahren oder in 5 Jahren es fertig ist. Und deswegen irritiert mich das jetzt ein bisschen. Aber gut, fangen wir an. So, heute habe ich mir meine Haare so zusammen gemacht. So, der Beweis, ich bin immer noch blond. Ich weiß, ich muss zum Friseur gehen, aber die sind echt frisch gewaschen. Also die sind nicht fettig oder so. Aber ich habe gedacht, ich mache das mal einfach und. Ich kann euch ja gleich mal meinen Zopfgummi zeigen, was ich habe. So ganz was Schönes. Ja, und dann fange ich einfach mal an zu erzählen, würde ich sagen. Ich habe mir hier so eine Liste gemacht, alles mal aufgeschrieben. Und ja, würde mal sagen, wir fangen mal an. Fakt Nummer 1. Ich liebe Himbeeren und Blaubeeren. Ich kann davon wirklich nie genug kriegen. Also gerade Himbeeren. Früher waren es eher Erdbeeren, muss ich ehrlich sagen, gewesen. Aber mittlerweile sind es wirklich Himbeeren und Blaubeeren. Und egal ob pur zum Frühstück oder im Müsli, das sind echt, also wenn es um Obst geht, dann auf jeden Fall die beiden, weil die kann man auch immer so zwischendurch mal so ein bisschen. Perfekt. Muss man nicht schälen, muss man einfach nur abwaschen. Herrlich, ich liebe Himbeeren, ich liebe Blaubeeren. So, machen wir mal weiter. Fakt Nummer 2. Also, vor allem gerade zum Fakt Nummer 2 ist das total gerade lustig, aber egal. Mein Mund ist manchmal schneller, als ich denken kann. Dazu muss ich sagen, also man glaubt jetzt gar nicht, was ich gemacht habe. Ich bin manchmal mit dem Mund schneller als mit dem Verstand, beziehungsweise manchmal wäre es wirklich besser, erstmal nachzudenken, erstmal zu gucken. Ich sage manchmal Sachen, die ich eigentlich gar nicht wirklich so meine. Und das ist dann manchmal so ein bisschen problematisch. Und ja, also mein Herz liegt wirklich auf der Zunge. Das muss ich wirklich so sagen. Und das ist auch nicht immer ganz so positiv, ehrlich gesagt. Aber ich versuche mich immer zu bessern. Und ich bin auch so eine ehrliche und deswegen blablabla. Oder manchmal mache ich so. Fakt Nummer 3. Meine Hobbys sind Instagram, Facebook und jetzt YouTube. Wer hätte es gedacht? Ich muss auch wirklich sagen, ich habe langsam wirklich Spaß daran und seit 2015 gucke ich aktiv YouTube-Videos. Ich bin auch erst überhaupt nicht auf die Idee gekommen und habe so ein bisschen mit Instagram angefangen. Wirklich, ich habe keine Ahnung von nichts gehabt. Was ist ein Hashtag? Was wollt ihr denn alle von mir? Wenn ich auf Instagram eine Story machen wollte, bin ich immer live gegangen und ich hatte mich immer gewundert, was sind das für Leute, die da angezeigt werden? Also man muss ja auch erstmal sich damit beschäftigen und erstmal damit klar halbwegs kommen. Und das war total lustig, aber so seit 2017 versuche ich es wirklich so gut wie möglich semi-professionell zu machen. Ich verdiene da keine Mark dran, aber wenn ich mal den einen oder anderen Produkttest machen kann, wie gesagt, ihr kennt das Vorstellungsvideo, da bin ich ganz froh dann auch darum, das zu bekommen. Und ja, es macht wirklich total Spaß und es ist ein Hobby und ich freue mich immer, wenn wie Bolle, muss ich ehrlich sagen, wenn jemand mir ein Kompliment gibt. Oder ich muss auch sagen, es gab auch zwei YouTuber, die mich da wirklich angefixt haben. Das war einmal die liebe Nessa, die kann ich euch auch verlinken in der Infobox. Dann kann ich auch ja, ihren Instagram bzw. ihr YouTube-Namen darunter schreiben. Fällt mir irgendwie im Moment nicht ein. Ach ja, ja, was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, und die gucke ich, also die hat mich so dazu gebracht und eigentlich war es eine YouTuberin, die ich eigentlich immer sehr, sehr mochte, auch mit der ich mich super verstanden habe. Ich möchte ihren Namen hier nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das recht ist. Ich finde es super, super schade, dass sie sich,
ja, plötzlich von mir abgewandt habe. Wir waren auch ziemlich privat am Schreiben und haben uns viele Nachrichten geschickt. Und sie hat mich wirklich auch sehr unterstützt in manchen Sachen. Und sie hatte immer wieder gesagt: Yvonne, ich kriege andauernd Nachrichten, die meine Leute fragen immer, ob du auch bei YouTube bist. Und sie hat mich immer so ein bisschen gepusht. Und dann habe ich gesagt: Ja, muss ich aber eine Kamera haben und so. Man muss wirklich kein hohes Equipment haben. Man einfach hinsetzen, einfach mal probieren. Und ich glaube, das ist auch das letztendlich, was man wirklich mal machen sollte. Klar, so ein paar Sachen braucht man. Wie gesagt, ich brauche unbedingt noch Softboxen, wenn jemand was über hat. Darf er mir natürlich mich gerne sponsern und mir gerne welche schicken. Also falls ihr was im Keller habt, was ihr eh nicht benutzt, könnt ihr mir das gerne schicken. Oder wenn irgendeine Firma oder Amazon oder was weiß ich, irgendjemand das hier sieht, der kann mir das natürlich gerne über meine Paketshop-Nummer schicken. Aber nein, Quatsch. Die werde ich mir über Zeit auch nochmal kaufen. Aber es ist ein reines Hobby. Man muss dann auch dementsprechend gucken, wie macht das Spaß. Und mir macht das mittlerweile echt total Spaß, obwohl ich Facebook sagen muss, Facebook mache ich eigentlich nur deswegen auch, weil bei manchen Firmen die Kommunikation einfach ein bisschen besser ist, finde ich. Und Instagram ist wirklich das Allerbeste, muss ich wirklich sagen. Auch natürlich, Instagram kann man auch sehr hart und sehr verletzen, aber es macht im Grunde immer auch Spaß und ich ziehe dann auch irgendwann die Notleine und sage dann auch irgendwann, wenn ich nicht mehr kann. Und das muss man dann natürlich auch dementsprechend machen. Und da ist mir auch keiner böse und das finde ich auch gut. Und ich muss sagen, ich habe über Social Media Leute kennengelernt, die hätte ich sonst nie kennengelernt. Und da bin ich so dankbar. Ich könnte so viele Leute aufzählen und jeder Einzelne, ob das die Olga ist, ob das die Anne ist, also. Ich könnte wirklich Tausende aufzählen und ich bin so froh, dass ich euch kennengelernt habe. Und es ist einfach echt toll. So, ich mache jetzt mal weiter, bevor ich hier noch weiter quatsche. Fakt Nummer 4. Fakt Nummer 4 ist, ich habe einen Freund, einen festen Freund. Ja. Das ist auch eine längere Beziehung. Er möchte so mit Social Media nichts zu tun haben. Das möchte ich auch gerne jetzt am Anfang auch so sagen. Weil ich weiß, viele zeigen auch gerne ihren Partner, aber er möchte darüber, er sagt, okay, du kannst das machen, aber halt mich da raus. Und ich möchte auch keine Details auch preisgeben, wie Name oder sonst was. Sagt dann einfach mein Schnuckel oder mein Schatz oder wie auch immer oder mein Süßer oder so. Aber ich habe einen festen Freund. Sagt man das heutzutage noch? Naja, ich weiß nicht, ich habe letztens wieder Sex in the City geguckt, deswegen habe ich das so im Kopf mit dem festen Freund. Muss man das heutzutage auch noch so betonen? Weiß ich nicht. Naja, egal. Kommen wir zu Fakt Nummer 5. Ich habe keine Kinder, leider. Leider muss ich wirklich sagen. Und ich habe leider keine Haustiere. Das mit den Kinderkriegen ist so ein Thema, könnte ich mal gerne ein extra Video machen. Da möchte ich jetzt wirklich auch gezielt nicht drauf eingehen, weil das den Rahmen einfach sprengt und da muss man auch vielleicht mal, ihr könnt das ja mal schreiben, ob ihr dazu gerne ein Video haben möchtet. Ist nicht eine ganz tolle, ist dann eher so ein Storytime-Video und das muss ich dann auch wirklich mal separat machen. Haustiere, ja, wir hatten mal früher einen kleinen Zwergpudel, unsere Mickey, die war eigentlich auch kein Hund. Also die war so eine Mischung aus Hund, Katze und Mensch. War echt genial. Und ja, ab und zu war ich noch so eine Freundin, die hat einen kleinen Hund und ja, da hole ich so meine Streicheleinheiten und ich merke gerade in meiner jetzigen Situation, dass so ein Haustier mir echt helfen könnte. Und ja, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ehrlich gesagt. Es bedeutet nicht nur Verantwortung, sondern man muss auch wirklich sagen, es ist auch geldlich eine Sache, das muss man sich einfach auch überlegen. Und ich finde, besser ist, wenn man noch 10-mal mehr nachdenkt, als wenn man sich ein Haustier kauft und dann irgendwann sagt, hier, ne, am besten Fall natürlich zum Tierheim bringen, aber das ist natürlich auch dann keine Lösung. Ja, genau. Mehr möchte ich dazu jetzt auch erstmal nicht sagen. Fakt Nummer 6. Also, ich muss auch zwischendurch gucken, weil ich schreibe immer so schnörgelig. Also, wenn ich mal eine YouTuberin wünschen könnte, mit der ich ein Video mache.
Natürlich würden alle jetzt schreien, Hatti. Natürlich, wenn Hatti rufen würde, wäre ich die Erste, die kommen würde, keine Frage. Aber ich glaube, wenn ich nur einen aussuchen dürfte, dann würde ich, glaube ich, die Kati mir aussuchen. Von Kati, also The Beauty, Kati to go. Von The Beauty to go. Die Kati ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich schaue sie schon durchgehend seit 2015. Ich bin total begeistert von ihr. Ich finde, sie ist ein unglaublich toller Mensch. Wir haben auch mal schon mal privat ein bisschen gesprochen und dann sagte sie auch, ja, ich würde dich gerne mal kennenlernen. Ich würde dich auch gerne mal kennenlernen, liebe Kati. Ich werde die Kati auch mal verlinken. Ist wirklich eine gestandene YouTuberin. Ihr Freund ist echt der Burner. Und wenn ich ihre Vlogs sehe und denke ich immer nur so, könnisch. Könnisch. Also es ist eine ganz, ganz liebe, es ist ein super liebes Pärchen. Die sind wirklich down on earth, muss man wirklich sagen. Und selbst Hatti und ihr Mann, die sind auch beide total klasse. Also ich glaube, bei den beiden die würde ich gerne mal kennenlernen, glaube ich. Also klar, ein Video drehen wäre natürlich mega geil, aber vor allem kennenlernen, das auf jeden Fall. Fakt Nummer 7. Ich bin gelernte Berufskraftfahrerin und habe als Busfahrerin, als Taxifahrer und als Taxifahrerin gearbeitet. Ja, ich bin gelernte Berufskraftfahrerin im Personenbeförderungsbereich. Also, ich darf Leute kuschieren. Tatsächlich, ich habe da wirklich einen Umschwung gemacht. Ich habe das gelernt, staatlich geprüft. Habe das auch einige Jahre gemacht und bin dann irgendwie nebenberuflich zum Taxifahren gekommen. Habe Taxifahren auch eine Weile gemacht und das heißt wirklich fast 365 Tage im Jahr arbeiten. Und es waren schöne Erfahrungen. Es waren auch viele harte Erfahrungen, die ich machen musste, aber nicht mit Fahrgästen. Also mit Fahrgästen war es wirklich durchweg eigentlich positiv. Muss ich sagen, ich habe ganz, ganz tolle Situationen auch gehabt, die echt total toll waren. Also ich finde, eigentlich könnte man auch ein extra Video machen. Also ich weiß nicht, ob mir so viele Sachen einfallen für so ein extra Video, aber ich hatte mal ein einziges Mal, also viele haben mich ja auch immer gefragt, Mensch, Yvonne, hast du nicht mal Angst? Irgendwie Taxifahren, man hört so viel und so. Und ich habe auch Nachtschichten gemacht, also nachts gefahren und es gab mal nachts einmal eine Situation, wo drei Männer auf mich zukamen, die bestellt hatten. Und die konnte ich ganz schlecht einschätzen. Und die waren die liebsten überhaupt. Also muss ich wirklich sagen, die waren so lieb und haben so auf mich aufgepasst. Es war echt der Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Also es war echt auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Aber es ist auch wirklich, du hast kein Weihnachten, du hast kein Ostern, du hast nichts. Immer wenn andere feiern, musst du arbeiten. Und irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Und ich hatte dann auch mit meinem Arbeitgeber so ein bisschen Probleme und ich wollte aus diesem Job raus. Und ich glaube, das war auch besser so. Ich glaube, das war auch besser so. Aber naja. Fangen wir mal mit Fakt Nummer 8 an. Ich habe den Führerschein für Motorrad, Auto, LKW. Und Bus natürlich. Also ich darf quasi alles fahren außer Panzer, weil ich da nicht reinpasse. Obwohl Panzer fahren wäre auch mal geil, würde ich jetzt ohne Scheiß. Also wenn ich da reinpassen würde, würde ich das sofort machen. Aber ab so, also das wäre echt mal ein Traum. Also einmal mit einem Panzer so durch ein Gelände am besten. Also nicht auf Straße, sondern richtig durch ein Gelände fahren. Wow, würde ich sofort machen. Fakt Nummer 10. Ich bin 1,68 groß. Laut Perso. Aber ich glaube, ich schrumpfe. Und ich glaube, ich bin mittlerweile 1,65 groß. Ich werde alt. Naja, ist halt so. Ich finde klein groß, das ist eigentlich Durchschnittsgröße für eine Frau. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich wäre schon gerne mindestens 10 cm größer. Aber dann wird sich das auch alles hier so ein bisschen verteilen und wird immer so ein bisschen anders aussehen. Aber so ist es nun mal. Ne? Dafür ist mein Freund größer. Das war mir immer wichtig, dass ich, ne, jemanden habe, der größer ist als ich. Fakt Nummer 11. Ich bin ein absoluter Familienmensch.
Ja, sind, was habe ich noch geschrieben? Ach so, okay. Ja, also wie gesagt, Fakt Nummer 11, ich bin ein absoluter Familienmensch und dazu gehört mein Papa, meine Mama und mein Freund. Und das ist meine Familie. Leider habe ich meine Oma nicht mehr. Die ist jetzt aber auch schon einige Jahre leider tot. Und ab und zu erscheint sie mir noch im Traum. Ich vermisse oftmals meine Oma. Ich glaube, wenn meine Oma noch leben würde, dann ja, also ich verstehe mich mit meinen Eltern echt super. Und ich möchte meine Eltern nicht missen. Absolut nicht. Und ich glaube, wenn ich einen von den beiden, was ja zwangsläufig ist, irgendwann verlieren werde, das wird richtig sehr hart für mich werden. Ich liebe wirklich abgöttisch meine Eltern und ich bin ein absolutes Mama-Kind. Also mein Freund schimpft dann immer so, Mama-Kind, Mama-Kind. Versuche mich dann immer so ein bisschen zu ärgern, aber es ist einfach so, es ist so. Aber mit dem Papa, ich tue immer so und wir streiten uns auch extrem viel und schnell. Aber wenn was ist, ganz ehrlich, ich kann in Hamburg irgendwo stehen und sagen, Papa, du musst mich abholen. Der ist der Erste, der da ist. Mein Freund kann es leider nicht, weil er mit dem Fahrrad kommen muss. Der kann ja auch nichts dafür, aber er will jetzt den Führerschein machen. Nein, Quatsch, aber jetzt mal ernsthaft. Also es ist wirklich so, ich liebe mit meinem Papa abgöttisch und meine Eltern und ohne die beiden, ja, wäre ich schon, glaube ich, nicht mehr hier. Okay, machen wir lieber weiter, bevor es so rührselig wird. Und ich merke auch schon wieder, es kocht in mir hoch. Fakt Nummer 12. Ich schlafe sehr gerne und sehr lange. Ich muss dazu sagen, dass ich leider unter einer Schlafstörung leide. Es ist wirklich so, dass ich mittlerweile eher eine Nachteule bin. Ich kann nachts total lange aufbleiben. Und ja, kann manchmal schlecht einschlafen. Manchmal klappt es ein bisschen besser. Ich bin dann oftmals in den Morgenstunden wach. Also bei mir ist das sehr, sehr unruhig und sehr, ja, liegt auch an einer bestimmten Sache. Ich glaube mal, ich habe irgendwie meine Kamera so ein bisschen. Ja, ich glaube, das funktioniert jetzt auch besser. Okay. Sorry, Leute. Ich musste auch vorhin einmal kurz anhalten, weil meine Kamera hat plötzlich nicht mehr aufgenommen. Das erklärt vielleicht auch einen Fakt, der später kommt. Also ich schlafe, ich liebe schlafen. Also ich glaube, es gibt keinen, der nicht gerne schläft. Aber ich schlafe dann auch ziemlich lange, weil ich ziemliche Schlafstörungen habe und ziemlich extrem abgebrochenen Schlaf habe. Und deswegen bin ich dann auch gerne lang am Schlafen. Mittlerweile mache ich das auch so, dass ich mich zwischendurch versuche hinzulegen oder einfach nur ins Bett gehen. Decke über dem Kopf und man muss jetzt nicht unbedingt total schlafen, aber so ein bisschen Powernapping und das brauche ich schon, das merke ich ja so absolut. Ja, Fakt Nummer 13. Ich bin vom Sternzeichen Stier, Aszendent Zwilling. Ja, beide Sternzeichen an sich kein Problem, aber wenn sie zusammenkommen, Chaos pur. Wenn ihr euch auskennt, wisst ihr Bescheid, ne? Vielleicht könnt ihr die anderen mal aufklären. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Stier total, Familienmensch, bin jemand, der sich unglaublich gerne für andere den Hintern aufreißt. Bin eine sehr liebevolle, liebesbedürftige Frau und ja, Zwilling, ne? Ich kann auch mal ein bisschen anders sein. Fakt Nummer 14. Ich liebe lange Filmabende. Und da muss ich wirklich sagen, am besten wirklich zu Hause, entweder DVD oder Netflix oder sonst ein Streamingdienst. Und dann, was ich auch total geil finde, immer zu Weihnachten machen wir das öfters, dass wir dann unsere Herr der Ringe DVDs herholen oder Der Hobbit. Und sowas mag ich total gerne. Oder Star Wars. Ich bin übrigens Star Wars, ne? Da kommt jetzt der Teil im Kino vor Weihnachten. Da möchte ich unbedingt hingehen. Ich bin ein absoluter Star Wars-Fan.
Und ich liebe einfach Filme. Kino, ja, vom Bild her und so ist es natürlich was anderes, aber ich liebe auch, ich liebe es echt zu Hause lieber zu gucken, muss ich ehrlich, ehrlich leider sagen. Ich war ja letztens in den Joker drin und ein Hammerfilm. Also Leute, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr reingehen oder gucken, ob ihr einen Stream, wie auch immer. Der wird ja auch bald dementsprechend in den Streaming-Portalen also zu kaufen geben. Total der Hammerfilm, aber zu Hause ist es doch schon ein bisschen besser. Und manche Leute stören einfach. Und vor allem dumme Leute, die den Film nicht kapieren und die lieber in einen anderen Film reingehen sollten. By the way, naja, egal. Sprechen wir mal weiter. Machen wir weiter. Fakt Nummer 15. Ich schnarche beim Schlafen. Ja, ich gebe es ehrlich gesagt zu. Zum Leidwesen meines Freundes, der eigentlich nie ins Bett geht, ohne seine Ohrstöpsel mitzunehmen, beziehungsweise seine Kopfhörer, die er benutzt, weil sonst könnte er das manchmal nicht aushalten. Er schnarcht auch manchmal, das auf jeden Fall. Er pupst auch nachts, mache ich auch, wie jeder Mensch. Aber das ist schon manchmal echt heftig und das ist von der Nase her, ihr hört das auch schon wieder. Ich bin wieder sehr nasal. Das liegt daran, dass ich wirklich eine schiefe Nasenscheidewand habe und wirklich endlich auch mal zur HNO-Ärztin hin muss, um da mal was zu machen. Ja, und daher kommt mein Schnarchen auch und das ist nicht ganz so toll. Aber naja, wenn ich schlafe, dann schlafe ich halt, ne? Dann ist es halt so. Nein, mein Freund tut mir da echt schon leid. Der ist schon manchmal aufgestanden und dann ins Wohnzimmer gegangen oder so. Oder in seinem Zimmer. Also deswegen. Fakt Nummer 16. Ich liebe süßes und deftiges Essen. Ich mag aber auch gerne deftiges Süßes. Lass dich mal so stehen. Fakt Nummer 17. Mein Lieblingsgericht nenne ich euch, das ist einmal Fischstäbchen mit Spinat, Kartoffelpüree und Spiegelei. Also Kartoffeln dürfen auch Salzkartoffeln sein, aber Kartoffelpü ist auch in Ordnung, Hauptsache dann noch ein Spiegelei und ich bin begeistert. Obwohl ich schon sagen muss, ja gut, wenn ich es mir aussuchen kann, Salzkartoffeln finde ich schon ein bisschen geiler. Aber es macht auch total Spaß, mit Kartoffelpüree und Spinat eine Burg zu bauen. Naja, man bleibt ja irgendwo immer Kind, ne? Fakt Nummer 18. Lieblingsgetränke, Wasser. Ich trinke ziemlich viel Wasser. Also ich schaue schon zu, dass ich mindestens 2 Liter am Tag trinke, wenn nicht 3 Liter sogar. Und ich liebe Pfanne-Eistee Pfirsich. Oh, wer noch? Hebe die Hand. Fakt Nummer 19. Vom Beruf bin ich Callcenter-Agentin. Ja, habe ich auch oder bin ich jetzt auch zurzeit in dem Beruf? Ich arbeite im Outbound, das heißt, ich rufe die Leute an und will von denen was. Kaltakquisen, Marktforschung etc. Aber durch meine sympathische, liebliche Art und meine tolle Stimme kann ich auch einiges wegmachen. Und naja, so ist es halt, ne? Ich hatte auch mal Inbound gemacht. Da hatte ich für T-Mobile im First Level gearbeitet. War sensationell. Ich habe wirklich sehr, sehr gerne bei Tectum gearbeitet, muss ich sagen. Und ich bin mit vielen noch von damals in Kontakt und einfach Bombe, einfach Bombe. Fakt Nummer 21. Mein erstes Auto war ein froschgrüner VW Derby. Das war mein allererstes Auto. Das war fast so alt wie ich. Also ein Jahr, ich glaube, was war das? Ein Jahr bevor das ein Oldtimer wird. Oder 18, 19 Jahre, irgendwie so weit war das. Es war einmal einfach ein hammergeiles Auto. Und ich finde, für ein erstes Auto war das echt perfekt. Es war nicht das allerbeste Auto, aber ich finde, so würde ich es bei meinem Kind auch machen. Ganz ehrlich, als allererstes Auto muss das nicht ein super tolles Auto sein. Ein alte gebrauchte Karre, ja, wo es von innen einfriert im Winter, aber es hat Spaß gemacht und es ist echt ein geiles Auto gewesen. Also ich fand, ich hab mein Derby geliebt. Fakt Nummer 22. Ach, was habe ich nicht aufgeschrieben? Einer meiner Wünsche. Okay,
Mit den, ach ja, da wollte ich einer meiner tiefsten Wünsche. Also ich habe viele Wünsche, aber eine Sache, die würde ich furchtbar, furchtbar gerne mal machen. Da habe ich auch schon mal von geträumt. Ich würde gerne mal mit den Einkaufswagen durch die DM oder Douglas, ist egal, und dann wirklich meinen Einkaufswagen voll machen können. Jetzt nicht so 10 Minuten Zeit und sie können das einpacken. Also eine Stunde hätte ich gerne oder eine halbe Stunde reicht. Eine halbe Stunde reicht völlig. Und wenn der voll ist, dann kann ich das alles mit nach Hause kostenfrei nehmen. Das wäre mal mein Traum. Oder eingeschlossen nachts in Douglas. Oder DM. Ja, auch cool. Fakt Nummer 23. Ja, da habe ich mal meine guten Eigenschaften aufgeschrieben. Ich bin ein herzlicher Mensch, ich bin herzlich, ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn und ich bin verlässlich. Fakt Nummer 24, da kommen wir zu den schlechten Eigenschaften. Ich schiebe gerne Dinge auf die lange Bahn. Also, ich muss unbedingt. Ihr kennt ja, ne? Scarlett O'Hara, ja, vom Winde verweht, kennt ihr, aber nicht heute. Probier es morgen, das bin ich. Leider. Ich bin nicht gut organisiert, muss ich leider sagen. Ich versuche es immer wieder, aber ich beneide einfach Leute, die so einen Kalender haben, sich das alles eintragen, verschiedene Farben und sonst was. Ich beneide solche Leute, aber ich glaube, ich bin da einfach zu Chaos-Mensch. Ich weiß es nicht. Ja, und dann als letzte schlechte Eigenschaft habe ich geschrieben, ich klebe wie ein Kaugummi am Menschen, die ich mag. Ich glaube, das ist auch manchmal wirklich so eine Geschichte. Also wenn ich brauche wirklich eine gewisse Zeit, bis ich mich an jemanden gewöhnt habe. Aber wenn ich jemanden in mein Herz geschlossen habe, dann aber vollständig. Und das wird auch oftmals ausgenutzt. Oder du triffst einfach Menschen, mit denen du echt extremst eine Verbindung hast und du hast ja einfach total viel mehr davon versprochen. Ihr habt Pläne und alles gemacht und es ist einfach verpufft und ihr glaubt einfach oder habt das Gefühl, werde ich diese Person auch mal im Realleben sehen? Und ich muss ehrlich sagen, diese Sache geht mir extremst ans Herz und ich habe oftmals viele Heulanfälle deswegen gehabt und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich diese Person richtig, richtig lieb habe. Ich habe dich lieb. Ich denke, du wirst das sehen und du weißt, wer gemeint ist. Und ich hoffe, dass wir das, ja, dass wir uns mal sehen und das alles auch mal besprechen können, was wir auch besprechen möchten. Gut. Weiter, dann mache ich mal weiter. 25, Fakt Nummer 25. Ich versuche jetzt den Anschluss zu finden, ihr merkt das schon, ne? Okay. Ich sammle gerne Beauty- und Kosmetikprodukte. Das kann man auch anhand meines Schminkplatzes sehen. Das kann ich ja auch mal gerne abfilmen für euch. Ja, ich bin auch jemand, der gerne Backups hat, so ein bisschen viel auch. Und im Moment muss ich echt vieles auch mal aufbrauchen. Und mir tut das auch mal so gut, so ein Aufgebraucht-Video hin und wieder zu machen, weil ich einfach merke, dass man auch so eine Motivation hat, die Dinge wirklich auch auszuprobieren. Es gibt so viele tolle Sachen. Man wird so beeinflusst. Aber Leute, wenn ich mich jetzt nicht die Alina anspreche. Süße. Aber ganz so schlimm ist es zwar nicht. Was heißt so schlimm? Ich finde das eigentlich auch ganz putzig. Und das ist so, haben wir es auch wieder das Beispiel. Auch Frauen sind Sammler. Ja, und jagen auch ganz gerne. Das muss man einfach so sagen. Und ich sammle auch solche Produkte ganz gerne. Nur jetzt habe ich auch gesagt, okay, so ein Waschgel fürs Gesicht oder so mit Zellwasser, das kannst du kaufen. Aber du wirst jetzt erstmal deine Produkte, die du zu Hause hast, aufbrauchen. Und da bin ich jetzt gerade auch da dran. Fakt Nummer 26. Ich höre sehr, 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 sehr gerne Musik. Und gerne auch ein bisschen laut, muss ich sagen. Am liebsten habe ich mir auch kurz aufgeschrieben, ich liebe melancholische Musik. So Singer-Songwriter-Sachen, Milo, Johannes Oerding, Keane, einer meiner Lieblingsgruppen, die ich unbedingt auch mal live sehen möchte.
Aber die touren auch nicht so viel in Deutschland. Wenn die mal nach Deutschland kommen, dann sind die in Berlin, Hamburg und das war's. Wenn überhaupt. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber Leute, es darf auch richtig mal krachen. Und wenn ich mal richtig Krach brauche, dann höre ich sowas wie Linkin Park. Linkin Park ist einer meiner absoluten Lieblingsbands. Liegt auch daran, weil wir auch im selben Alter sind, vielleicht auch. Und ja, der Tod von Chester Bennington sitzt mir immer noch in den Knochen, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem unsere Geschichte ist auch sehr, sehr ähnlich. Und ja, ne? Ich sag jetzt nichts mehr weiter. Okay. Wir waren bei Fakt 26. Oh, wir haben es beinahe geschafft. Fakt Nummer 27. Was habe ich denn aufgeschrieben? Ah, DC, okay. Ich liebe Marvel und DC-Filme. Ich muss dazu sagen, mein Freund hat mich dazu gebracht, meine Liebe zu entdecken. Und I love it. Ich habe noch nie einen Comic gelesen. Ich werde wahrscheinlich noch nie mehr so einen Comic lesen in meinem Leben. Aber ich liebe einfach diese Filme. Das ist Unterhaltung pur. Und da habe ich auch meine Liebsten mal aufgeschrieben. Warte, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier aufgeschrieben? Ach ja, ich habe einmal X-Men aufgeschrieben. X-Men, ich liebe die X-Men-Reihen. Vor allem Hugh Jackman als Wolverine. Wolverine natürlich auch. Das ist so eine meiner allerliebsten Marvel-Filme, würde ich jetzt mal sagen. Und bei DC ist es auf jeden Fall Justice League. Justice League, muss ich sagen, also Batman. Ich fand einfach Justice League, ich fand das einfach total geil und vor allem den neuen Aquaman. Ist der nicht geil? Der hat doch nichts mehr mit diesen. Ich meine, in den 80ern fand ich den auch toll. Ja, Bobby Ewing, ne? Ihr wisst schon, ne? Der hat ja auch mal den gespielt. Der hat alles aber ganz anders gespielt und ich finde diesen Schauspieler, ich finde den hammer, hammer geil. Der hat, ich glaube, zwei oder drei Kinder hat der. Der ist mit der, mit der Lisa, wie heißt sie, Lisa Bonet, die in den Cosbys damals mitgespielt hat, verheiratet. Es ist ein total süßes Pärchen. Das ist ein Riesenkerl, der hat solche Hände und so ein großes Herz und zeigt es. Und es ist so ein lieber Kerl. Und er sieht hammergeil aus und ich möchte einfach nur. Naja, ihr Mädels wisst, was ich meine, ne? Okay, Kontinence, Kontinence. Fakt Nummer 28. Meine Lieblingsfarbe ist Blau und Rot. Also ich liebe diese zwei Farben wirklich. Also wenn Blau auf jeden Fall, immer am liebsten so ein satte, schönes Königsblau. Ich mag jetzt aber nicht Schalke, ne? Also, ne, also BVB forever, ja. Also so muss es nicht sein, aber so ein schönes Blau. Und ich mag auch blaue Lidschatten zum Beispiel. Und ich muss unbedingt die Love Palette von Hattie ausprobieren. Die habe ich immer noch nicht ausprobiert. Und da ist so ein schönes Blau dran. Ja, Hattie und ich, ne? Buddies for life. Ja, und Rot ist halt klassisch. Ja, Fakt Nummer 29. Ich rede gerne und lange. Naja, das habt ihr ja schon gemerkt, ne? Ich meine, ihr seid ja schon wieder Stunden dran, ne? Okay, aber jetzt kommen wir zum Fakt 30, zum allerletzten Fakt. Meine liebste Jahreszeit. Ich würde sagen Frühling und Herbst. Was ich besonders mag. Ich mag diesen Jahr, diesen Wechsel immer von der einen zur anderen Jahreszeit. Und ich liebe den Indian Summer. Indian Summer ist das, wenn es noch Sommer, wenn es noch ein bisschen warm ist und dann rübergeht zum Herbst langsam. Und man kann den Herbst schon riechen, aber es ist noch nicht ganz da und das mag ich am liebsten. Und damit habe ich meine 30 Fakten über mich zu Ende. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Ich habe, also, wenn ihr dran geblieben seid, dann postet bitte mal in den Kommentaren ein gewisses Emoji. Was nehmen wir denn? Wir nehmen das rote Herz. Also dieses ganze rote Herz. Wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, dann bitte dieses Herz posten und dann natürlich gerne einen Kommentar mit
Mindestens 4 Wörter. Natürlich gerne ein Abo da lassen, einen Daumen nach oben, wenn ich da nicht. Aber ich würde mich super freuen, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Vorschläge habt, gerne, gerne mitteilen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an den 30 Fakten über mich und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich einen Fakt ausgelassen. Doch, ich habe einen Fakt ausgelassen. Stimmt. Ich habe euch doch Fakt Nummer 19 gesagt, ne? Vom Beruf bin ich Callcenter-Agent und da habe ich die 20 vergessen. Ich bin gleich zu 21 gekommen. Vielleicht ist es ja jemand aufgefallen. Gut, das können wir jetzt mal eben kurz mal machen. Also Fakt Nummer 20 ist, ich habe chronische Krankheiten. Und zwar ist das mit 2017 angefangen. Ich werde das jetzt ganz, ganz knapp und kurz machen. Gehirnhautentzündung, fast ein Jahr gehabt. Reha, seitdem krankgeschrieben. Chronische Schmerzen in Rücken, in den Gliedern, Migräne. Ich werde dazu gerne noch mal ein Video machen und schwere Depression. Ja, das war der Fakt, den ich vergessen habe. Sorry, Leute. Ich bin sofort zu meinem Auto. Ich habe nur Derby gelesen, da war ich schon wieder out of space. Jetzt aber. Fakt ist das Herzchen nicht. Daumen nach oben, Abo gerne da lassen. Mich gerne auf Instagram natürlich gerne auch mir folgen, auf Facebook. Auch wenn ihr nicht viel auf Facebook, ich weiß, viele sind nicht auf Facebook aktiv, aber vielleicht doch mal ein Abo da lassen, ein paar Bilder liken, ein paar Bilder kommentieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch was und sage bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss. Flauschi war auch wieder dabei, habt ihr ja gesehen, ne? Ja, ich weiß, ich werde halt nicht erwachsen. 42 und hat einen Flauschi, da darf man keinen erzählen. Aber so ist es halt. So ist es halt. Und ich finde, da ist auch nichts Schlimmes dabei. Manchmal gibt es einfach Sachen, die muss man sich erhalten. So, ich wünsche euch was. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.